Willkommen zum neuen Podcast aus dem Berliner Verlag. Ich bin Ida-Luise Krenzlin und begleite unser neues Geschichtsmagazin Be History mit einer Podcast-Reihe. Ich werde mit Berlin-Kennern sprechen, mit Autoren und Experten, die auch in unserem Magazin zu Wort kommen. Der 1. Oktober 1920 ist für Berlin ein wichtiger Tag. Das Groß-Berlin-Gesetz tritt in Kraft. Der 1. Oktober 1920 ist der Beginn einer atemberaubenden Geschichte der Weltstadt Berlin mit vielen Höhen und Tiefen. Ich habe mit Jens Blankennagel gesprochen, der über die Wohnsituation der letzten 100 Jahre geschrieben hat. Lieber Jens, du hast hier diesen schönen Artikel geschrieben über Wohnen in Berlin, Wohnsituation in Berlin. Und du schreibst, dass also Anlass für das Heft ist ja dieses Groß-Berlin-Gesetz von 1920. Und wir gucken uns in dem ganzen Heft an, was in den letzten 100 Jahren in Berlin passiert ist. Und du schreibst, dass es Parallelen gibt, wenn man sich die Wohnsituation anguckt. Also wie war die denn vor 100 Jahren? Also die Parallelen bedeuten,